Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die heute zu beschließende Reform des EEGs ist ein wirklicher Systemwechsel, und soweit sind wir uns ja auch einig. Künftig wird die Einspeisevergütung nicht mehr hier im Bundestag festgelegt, sondern vom Markt bestimmt. Strom aus erneuerbaren Energien soll in der Höhe vergütet werden, die für einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb notwendig ist. Wir schaffen damit mehr Kosteneffizienz beim Ausbau der Erneuerbaren, und diese brauchen wir auch. Gerade die Netzsynchronisierung, der Ausbau von Erneuerbaren und eben auch der Netzausbau ist von kaum zu überschätzender Bedeutung. Es hilft uns nichts, wenn wir zwar den hohen Zuwachs an Erneuerbaren im Strombereich haben, aber keine Leitungen, die den Strom abtransportieren können. Übrigens kommen wir gerade im rot-grün regierten Niedersachsen mit dem Netzausbau immer noch nicht voran. In Bayern läuft es mittlerweile, und deswegen ist es auch schön, dass die bayerische Wirtschaftsministerin hier anwesend ist. Ist vielleicht auch der Grund, warum der niedersächsische Minister nicht da ist, aber die bayerische hier ist. Das ist auch ein Beispiel für funktionierendes Regierungshandeln. Wir sind beim Netzausbau auch deshalb, werden wir Netzengpassgebiete ausweisen, wo der Ausbau von Windenergie in bestimmten Regionen begrenzt wird, eben besonders dort, wo Netzengpässe bestehen. Das ist ein wichtiger Schritt dahin, dass künftig bei der Standortwahl auch die Netzsituation stärker berücksichtigt wird und der Netzausbau eben insgesamt vorankommt. Ich fühle mich bei der heutigen Debatte bei einigen Wortbeiträgen um 2 Jahre zurückversetzt. Da hieß es beim EEG 2014, Abbruchveranstaltung, Abrissbirne, ein Anschlag auf die Energiewende. Das hat damals alles der Herr Krischer gesagt. Heute wurde anscheinend der Herr Krischer durch den Herrn Hofreiter ausgewechselt. Aber das macht die Sache insgesamt natürlich nur unwesentlich besser oder überhaupt nicht besser. Diese Untergangsszenarien helfen uns nicht weiter, wenn wir eben auch bei der Energiewende vorankommen wollen. Und in Wirklichkeit ist es doch so, dass Sie durch Ihre unrealistischen Forderungen und Vorstellungen die Energiewende gefährden und wir die Energiewende zukunftssicher machen. An der Stelle möchte ich mich auch bedanken bei den Berichterstattern, bei Herrn Saathoff, aber auch bei Thomas Barreis. Und ich möchte an dieser Stelle auch mal sagen, dass wir einen Wirtschaftsminister haben, der beim Thema Energiewende in der Sache ist und nicht nur über den Dingen schwebt. Auch wenn man nicht immer zu denselben Schlüssen kommen muss, ist das schon auf jeden Fall ein Vorteil in der Debatte. Und das hat er auch beim letzten Ausschuss noch mal bewiesen. Und wir wahren mit dieser Reform auch die Akteursvielfalt. Die Akzeptanz der Energiewende hängt auch von der Möglichkeit ab, für Bürger eben sich an dieser Energiewende zu beteiligen. Dabei muss natürlich auch die Bürgerenergie sich den Wettbewerb stellen, sich dem Markt stellen. Und ich glaube, dass die Bürgerenergie das auch kann. Wir haben hier eine gute Lösung gefunden, Bürgerenergieprojekte erhalten, wenn sie bei einer Ausschreibung einen Zuschlag bekommen, den Preis des letzten bezuschlagten Gebots, sofern möglich, müssen 10% der Anteile der jeweiligen Kommune angeboten werden. Bei der Photovoltaik gilt eine Bagatellgrenze von 750 Kilowatt. Das heißt, Anlagen, die kleiner als 750 Kilowatt sind, müssen sich nicht an den Ausschreibungen beteiligen. Ich halte das auch für folgerichtig und aus Praktikabilitätsgründen eben auch geboten. Die Größenordnung von 600 Megawatt wird bei der Photovoltaik zukünftig ausgeschrieben. Dabei gilt, dass Freiflächen auf Äckern und Feldern nur in Frage kommen, wenn das jeweilige Bundesland eben auch hier eine dementsprechende Verordnung erlässt. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man auch einmal ansprechen, dass es ein Unding ist, dass für Photovoltaik Freiflächen gleichzeitig Ausgleichsflächen beansprucht werden müssen. Also auch bei der Bundeskompensationsverordnung muss zukünftig sich was ändern. Um meine Sicht ganz klar zum Ausdruck zu bringen, Photovoltaik gehört zunächst aufs Dach und höchstens noch auf Konversionsflächen des Bundes, aber eben nicht auf landwirtschaftlichen Nutzgrund. Der Beginn der Degression bei der Geothermie wird um ein Jahr auf den 1. Januar 2021 verschoben. Das ist aufgrund der von den Projektierern vielfach nicht verschuldeten planungsrechtlichen Verzögerungen
auch gerechtfertigt. Skaleneffekte, Lernkurven können sich erst einstellen, wenn dementsprechend auch Anlagen umgesetzt werden. Gerade beim Bestand der Biogasanlagen kann dazu beitragen, die stark fluktuierenden Energien wie Wind und Photovoltaik in den Spitzen auszugleichen. Die Biomasseanlagen werden mit einem Ausschreibungsvolumen von 1050 Megawatt in den kommenden 6 Jahren berücksichtigt. Hier auch einmal mehr nochmal der Dank an Bayern. Bayern hat sich hier eben auch über den Bundesrat, aber auch in den Vorgesprächen sehr stark eingebracht, allen voran natürlich unsere Wirtschaftsministerin. Dabei halten auch die Anlagen, die kleiner als 150 Kilowatt sind, die Möglichkeit, sich an den Ausschreibungen zu beteiligen. Für sie wird der letzte erfolgreiche Geburtspreis übertragen, um ihre Chancen in der Ausschreibung noch einmal zu verbessern. Das ist ein erster Schritt für den langfristigen Erhalt der Biomasse, die durch ihre Flexibilität, durch ihre Grundlastfähigkeit, aber auch durch ihren Beitrag zur CO2-Einsparung wichtig bleibt. Und wenn man immer das Kostenargument bemüht, dann muss man natürlich schon auch sagen, dass die Netzausbaukosten bei der Biomasse nicht anfallen. Die Verstromung von Schwarz- und Dicklauge, wir haben ja vorher schon von Herrn Lenkert was dazu gehört, soll außerhalb der Ausschreibung die nächsten 5 Jahre eben auch im EEG weitergefördert werden. Die EEG-Vergütung wird über diese 5 Jahre degressiv abgebaut. Das schafft vor allem Wettbewerbsgleichheit unter den Zellstoffproduzenten. Das hilft uns auch nichts, wenn wir noch 2 Zellstoffproduzenten im Osten haben, aber die Anlagen im Westen dementsprechend bankrott gehen. Die 5 Jahre sind hier wiederum eben des EU-Vorbehalts geschuldet und dienen daher auch eben einer besseren Genehmigungsfähigkeit. Die Reform des EEGs stellt einen wichtigen Teil bei der Weiterentwicklung der Energiewende dar, hin zu mehr Kosteneffizienz bei gleichzeitiger Wahrung ökologischer Ziele. Meine Damen und Herren, ein Mehr an Markt hilft richtig umgesetzt allen. Änderungen sind natürlich auch in Zukunft noch vorzunehmen. Wir haben im Herbst zahlreiche weitere Regelungen zu treffen. Es wurde schon angesprochen, dass gerade die Eigenversorgungsregelung der Industrie noch auf sichere Füße gestellt werden muss. Hier sind wir einen guten Schritt weiter mit der EU-Kommission. Außerdem wird es um weitere Ansätze bei der Sektorkopplung gehen und das Thema Netzausbau wird uns auch weiterhin begleiten. Es wird also nach wie vor gelten, nach der Reform, gerade beim EEG ist vor der Reform oder eine Fußballweisheit zu bemühen, nach dem Spiel ist vor dem Spiel, auch wenn diese Aussage gerade heute besonders bitter ist. Die heutigen Änderungen sind also insgesamt auf jeden Fall so oder so ein Schritt in die richtige Richtung. Deshalb bitte ich um Zustimmung und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.